Nächster Redner, Herr Abgeordneter Gerhard Daimek. Frau Präsidentin, Frau Bundesministerin, ja, der Antrag vom Kollegen Stöger hätte schon seinen Reiz gehabt in seiner Tiefe, wie er ausformuliert war. Er hätte seinen Reiz gehabt auch für die, im Endeffekt für die, die es wirklich interessiert, nämlich die Kunden. Wir sagen aber, wenn wir an dieser Stelle zur jetzigen Zeit nicht mehr, unter Anführungszeichen nicht mehr, es ist trotzdem ein ordentlicher Schritt, zusammenbringen, dann soll es sein. Das heißt, wir werden auch den Paragraph 27 Antrag zustimmen. Was uns fasziniert ist, dass man schon relativ genau Zahlen dafür drinnen hat. Das heißt, das, was jetzt noch verhandelt werden muss mit den Verbünden, mit der ÖBB und so weiter, dass man da schon relativ genau sagen kann, was es kostet. Ich ersuche Sie aber im Sinne der Kunden, und nicht nur der Kunden, vor allem, ja doch, eigentlich der Kunden, vor allem auch der Länder und der jeweiligen Verkehrslandesräte, das Geld planvoll einzusetzen, dass wirklich vom derzeitigen Bestand, von der Infrastruktur, von der Erhaltung der Infrastruktur und der Betrieb der Infrastruktur wirklich im jetzigen Ausmaß bleiben können. Weil es nützt uns nichts, wenn wir auf der einen Seite das tolle Modell des Österreich-Tickets, haben es wir genannt, 321-Ticket ist es bei Ihnen, dass man das schafft, und auf der anderen Seite kommen wir nicht mit, die Infrastruktur zu erhalten und zu betreiben. Das wäre kontraproduktiv. Egal, wer dann, ob es dann die Länder sind mit ihren diversen Modellen oder ob es der Bund selber, die ÖBB-Infrastruktur ist. Die Infrastruktur ist die Basis unseres öffentlichen Verkehrs, und wenn wir die kurzfristig für ein Mobilitätsmodell nützen oder vernachlässigen würden, weil wir das andere, dann wäre das absolut kontraproduktiv. Also da unbedingt meine Erinnerung, das zu machen und beizubehalten. Ja, ein Österreich-Ticket, ein über ganz Österreich umspannendes 321-Ticket ist natürlich gut, ist interessant. Zu berücksichtigen wäre natürlich auch, dass von denen, die jetzt schon ein Österreich-Ticket haben, möglicherweise ein paar umsteigen. Das sind dann entsprechende Kosten, die man bei der ÖBB berücksichtigen muss und nicht ignorieren darf. Ich glaube aber, dass es durchaus sein kann, dass mehr Umsatz generiert wird, dass durch dieses attraktive Angebot noch mehr Leute, nicht nur im Fernverkehr, vor allem auch im Pendelverkehr, umsteigen, im Nah- und Regionalverkehr umsteigen auf die ÖBB, und dass wir es dadurch schaffen, die sogenannten Morgenstaus, egal ob sie in Wien, in Salzburg, in Linz oder sonst wo sind, etwas geringer zu halten. Und wenn es gelingt, dadurch noch mehr Leute auf die Schiene zu bringen, dann ist es gut für Österreich, dann ist es gut für die Politik, die das beschlossen hat. Wir wünschen viel Glück bei den Verhandlungen. Dankeschön. So, Gerhard Daimek von der FPÖ.